Willkommen, liebe Suftis, bei Let's Play DayZ, Banditen wie wir. Und wir sind hier immer noch in Elektro, und zwar die Jayla. Hallöchen, ihr Bambinos. Die Mister. Moinsen. Der Marco. Hoi. Und der Hajo. Hallo. Ja, und wer noch? Wer sagt's? Und der Hanno! Der Hanno ist auch dabei, ja. Und wir wollen uns mal etwas beeilen, weil wir haben Spielerbewegungen hier weiterhin in Elektro. In der letzten Folge haben wir aufgehört und wollten das Krankenhaus rushen, nachdem wir da zwei Spieler schon abgeknallt haben. Und jetzt geht's weiter. Der Spieler ist jetzt im Treppenhaus. Schon wieder einer im Treppenhaus. Bewaffnet? Ich sehe da jemanden fliegen, wie geil. Ich hab Standbilder. Zweite ist da kommt einer von links. Wer läuft? Links. Mit Telumbeck. Ich sehe ihn nicht. Scheiße, daneben. Ja, ist der schon rein ins Krankenhaus? Ja, ja. Er ist drin. Treppenhaus im Acht halten. Ich war mir nicht sicher, ob es einer von euch war. Also der eine war, ich glaube, nö. Wo kommen denn die ganzen Leute her, ey? Wie aus einer Produktionsmaschine. Der müsste im obersten Flur. Ja, der ist ganz oben im Flur. Ich lauf mal ran ans Krankenhaus, okay? Oh, sei vorsichtig. Der hockt da wahrscheinlich. Ja, der hockt vorm Fenster. Lass mal gucken. Lass mal die Straße runter gucken. Ob das mir da was entgegenkommt. Der hockt da irgendwo im Flur drinne. Auf wo guckt? Ganz oben, Dach. Oh. Auf dem Dach. Ja, und er klettert jetzt hat er sich hingehockt. Jetzt hat er sich gut. Ganz oben drauf oder auf den kleinen? Nee. Davor. Wolter. Ich hatte schon angelegt. Mister, kannst du ein bisschen auch hier links die Seite in meinem Auge behalten? Ja, was meinst du, weshalb ich hier bin? Ja, okay, ja, ist klar. Ich hab ja schon noch. Ich rush jetzt mal rüber. No risk, no fun. Ja, vielleicht noch einen Moment warten, dass er versucht, die Treppe hoch, die Leiter zu klettern. Ich höre Schritte. Ihr macht gerade Türen auf. Nee, dann sind zwei hier drinne, weil der ist immer noch auf dem Dach. Boah, das hört sich richtig nah an. Ja, die sind beide auf dem Dach. Schießt auf mich? Nee, ich glaube... Die haben sich gegenseitig abgeschossen. Wahrscheinlich nicht befreundet, die beiden. Nö. Und einer war gerade ganz oben im Flur und einer war jetzt noch auf dem Dach. Und es hat auch gerade gemacht. Jetzt wurde einer erwischt. Also ich bin jetzt auf Vorderseite der Fabrik, ne? Marco und Mister, damit ihr Bescheid wisst. Im Flur oben. Leute, kommt ihr mit oder was? Ja, solange einer auf dem Dach ist, wollen wir das Dach natürlich im Auge behalten. Nicht stürmen? Ja, ich habe ein Snipergewehr, da kann ich natürlich sofort an, wenn einer sich am Dach zeigt, den knallen. Hier lädt einer nach. Ich weiß nicht, was mit den anderen beiden ist. Also ja, ich bin jetzt oben im Treppenhaus. Ich zieh durch. Ich komm dir wo mit. Wo bist du hin, Hanno? Ja, ich komm hier jetzt wieder. Hier. Ja, ich wollte gerade nach vorne kommen. Ich bin jetzt auch drin. Jayla, angeschossen. Wo kam der her? Was? Ja. Vorsicht, Marco. Von hinter mir. Um die Ecke kann jemand kommen. Gleich. Hajo ist angeschossen worden. Ja. Ja, von hinten? Und ich robbe nach Westen weg Richtung Verbindung. Du warst Richtung bei Jayla, Dreherei. Oder nicht? Nee. Ausgangspunkt Jayla. Ja, das kann sein. Treppenhaus, Krankenhaus da südlich raus. Marco, hier bewegt sich jemand vor. Marco, die kommen runter. Marco, die kommen runter. Fabrik rüber, da bin ich noch. Ich glaube, die kommen runter. Ja! Fuck. Wir. Alter. Wir. Das habe ich da raufgezimmert und nichts getroffen, ey. Ich bin mal der Schütze Number One, ey. Ich bin in der Dreherei drin. Ja. Scheiße, die Tür geht nicht zu. Jayla, ist der ganz links rausgelaufen oder? Ja, nee, der ist links rausgelaufen. Der ist weg. Einer, ja? Das war der mit dem Talon-Backpack im Grünen. Hajo, du bist sicher von hinten erschossen worden? Angeschossen. Er ist nicht tot, der robbt hier noch. Von hinten auf jeden Fall. Von Süden oder von Osten? Oder von Westen? Ja, alles außer Norden. Ja, Westen bin ich gerade am Rumlaufen, ich finde da keinen. Scheiße, jetzt habe ich kein Morphin und keine... Ja, warte, Rex kann ich dir geben. Pass auf, Jayla, hinter dir, ne? Ja, nicht... Ich höre Schritte. Nicht, dass du von da kommst. Hast du? Ich höre Schritte, Marco. Ja, Rex an sich habe ich. Oh, Bambi. Komm in die Fabrik rein. Bambi. Hallo. Ist weg. Ja. Oh. Was ist denn das? Hä? Nee, ich meine, wer schießt denn? Ja, Jayla? Ja, ich habe versucht, den Bambi zu kriegen, aber... Also ich habe Morphinstick. Hier fliegen. Soll ich ihn hier drücken, oder? Käse.
Ja, oder kannst du hinlegen, ist egal. Vielleicht besser, wenn du den selber nimmst, wenn du das kannst. Ja. Bist du hoch oder was? Hier liegt jemand tot. Ja. Wollen wir uns von hinten decken und so? So Army for Two oder was? Wir müssen gucken, wo Hayo getroffen wurde, ne? Ist ja auch nicht so. Ja. Kann nicht ganz sicher keiner vom Dach da oder von durch ein Fenster irgendwo wir noch getroffen haben? Marco, ich bin drinne. Ich bin jetzt... Warte auf Bambi hinter dir, Mandy, Bambi. Ich schieße. Ja, ich hab den jetzt mal durch. Also ich bin noch in der Dreherei im Flur. Ich bin Dreherei oben. Das ist ein Bauer. Der ist hier links hoch, Marco. Wir waren nämlich gerade noch beide bei mir und drehe ich mich einmal um, wart ihr weg. Beide. Guck mal, ruhig. Oh, da redet was für ein Kind, okay. Alter. Hey, no, don't. Noch einer. Ah, jetzt steht's. Wo sind die? Wir sind hier im Treppenhaus sind die. Das, ja, das war hört das sich so näher an. Ja, wir stehen hier im Treppenhaus und da haben die bei uns geredet. Wir haben ja gesehen, wie der Bambi hochgelaufen ist und der boxt gerade die ganze Zeit. So laut hier, dass man das ja so gut hier in der. Ich dachte, der steht hier neben mir, du. Ja, ich auch. Noch hört, ey. Ja, bei uns auch. Mir macht viel mehr Sorgen, wie ein Hayo da gerade umgenietet hat. Ja. Ich deck von hinten, Marco. Und Alter, was liegt denn so hier? Üblich ist. Wie bitte? Was liegt denn hier oben alles? Essen. In die. Hä? Aber sowas. Was ist das denn? Sind das Melonen? Du Alter, bist doch jetzt wieder fit, oder nicht? Ja, ein bisschen drauf, Leute, aber ich kann laufen. Leute, wir sind im Treppenhaus, jetzt im ersten Stock. Also nicht abschießen. Hier hat noch jemand geredet, oder ich hab was... Ich weiß es auch nicht. Müsste. Hört sich gerade wie ein komisches... Wie ein halb... Ja, flüstern. Abgewürgtes Reden. Ach so, ja, siehst du, dann war's da. Marco, der läuft, ne? Mhm. Halt drauf. Bist du noch oben, Hayo? Mhm. Oder gehst du? Da hinten doch hier einer. Oh, die bewegen sich die ganze Zeit, das macht mich... Scheiße, Marco, Vorsicht! Vorsicht! Der will ablenken. Der wollte nur einen Schuss ziehen. Boah, das hört sich mal so an, als wenn auf uns geschossen wird. Ja, eben. Jayla, rede mal in Englisch, die sollen rauskommen, sich ergeben. Weil ich guck da gerade so raus. Nee, Fenster und da schießt einer. Das ist... Boah, ich muss mich erstmal offline nehmen, stimmt. Nimm. Soll ich die wirklich ja. Quatschen? You're surrounded. Give it up. Mach einen Fall ein auf dicke Hose. Was? Sagt ihr uns Bescheid, wenn unten wer reinläuft? Da hätte sie. Achso, ja. Aber wenn wir was sehen würden. Pass auf. Was denn? Der oben ist einer am Dach. Marco, ich kann dich nicht unterstützen. Ja, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Großer. Ich bin an Kanschitz. Ja, ich. Kajo, bist du langsam wieder einsatzbereit? Ich weiß nicht, ob ich dich verbinden ja, wenn kann, ich weiß, wenn. Wo ich hin muss. Wir sind unten in der Dreherei immer noch. Ja, ich auch. Es ist oben jetzt einer ganz oben. Was mache ich denn hier, Alter? Krankenhaus. Der wird nur spotten. Das kann davon sehr gut. Gegenüber nicht irgendwie Häuser, in die man vielleicht reinkommt? Nee, vom Krankenhausdach, das ist. Also, Leute, Marco ist auch erschossen, ne? Ist er erschossen oder angeschossen? Ja, angeschossen. Ich kann ihn aber wahrscheinlich nicht verbinden. Ach, scheiße. Ah ja, jetzt sehe ich. Hab ich kann ihn gesehen. Wahrscheinlich aber nicht verbinden, weil, wenn ich meine Bandage raushole, dann kommen die raus und schießen mich ab. Ich würde dir so gern helfen, ey. Am coolsten wäre es, wenn ihr jetzt kommen würdet und wieder stürmen, aber... Was hat denn der für eine Waffe? Nun, so. Mosin, sowas ähnliches. Wo sind die denn überhaupt? Erste Stockwerk. Erstes Stockwerk. Ich bin da der eine auf dem Dach. Ich bin der Meinung, der eine hatte eine Magnum. Ja, aber der andere, der hat eine Weste auch angehabt. Sind das sicher dann nur einer, der haupt? Einer auf dem Dach und einer unten? Ja, einer unten. Ja. Ganz sicher nur einer. Weiß ich bin der Meinung, ja. Da draußen, wer läuft denn da? So, einen habe ich erledigt, aber das war mehr ein Bambi. Ja, das war wahrscheinlich ein Ex-Spieler von denen.
Die wollen da ja alle wieder hin, weil das Loot da liegt, ist ja klar. So, ja, hier oben, rüber, richtig, hier oben liegt richtig viel drin. Ich komme rüber. Und zwar vom Strand her, vom Süden her, also nicht mich abknallen. Ja. Mal einmal kurz gucken. Hajo, sollen wir gegenüber vom Krankenhaus Position beziehen? Ihr könnt ja, wollte ich gerade sagen, wenn ich gerade rüber... Marco, war das ein Schwarzer, vom, also ein farbiger vom Player her, der dich erschossen hat? Weiß ich, der hat auf jeden Fall eine weiße Armbinde. Die Reihe da. Damit wir sehen können, wenn welche ins Krankenhaus gehen, damit die nicht von hinten auch noch bedroht werden. Von also westlich. Ja. 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 Ja, gegenüber vom. Ja, genau, die Westseite meine ich ja. So. Also nach Süden raus und dann ja, so. Warte. Oh, da läufst du raus. Okay, ich wollte jetzt. Nee, ich bin noch nicht draußen. Ja, komm hier. Marco, ich versuche dich jetzt zu verbinden, okay? So, ich gehe vorne zum Krankenhaus. Warte auf Mister. So, Jayla, ich komme jetzt. Also nicht mich abknallen, nach Süden. Bitte. Okay. So, wir kämpfen uns hier durch die Innenhöfe. Ist doch hier, ne? Wer läuft da gerade hinten über die Straße im Krankenhaus? Ich lauf zum Krankenhaus. Okay, das warst du. Alles klar, alles klar. Mister, unten liegt eine Leiche im... Ah, jo, ja, ich seh's. Komm rein, ist safe bis hierher. Ja. Ich bin drin. So, Tür zumachen. Ja, das kannst du auch. Wäre einfacher. So. Willst du dann Marco verbinden? Der liegt hier oben. Ja. Hier, Marco, der hier gleich hier vorne bei den Äpfeln liegt, das ist Marco. Ich hätte auch einen Salimbeck. Also, ja, ich passe auf. Den einen habe ich schon erschossen. Jetzt. Oh, Marco ist tot, glaube ich. Innerhalb. Ich jetzt. Doch, er hat sich gerade bewegt. Scheiße. Was ein Mist. Mister, Vorsicht, weg da! Da sind sie! Die kommen hier immer um die Ecke. Okay. Ja, ja. Also, wenn dann hier hinten ausziehen, da vorne, da kommen die. Ja. Oh, die schießen von draußen! Wie von draußen? Ja, durchs Fenster kam gerade was. Ich wurde gerade vom Fenster außen angeschossen. Beziehungsweise... Okay, dann ist das der Hajo getroffen hat, ja. Wahrscheinlich. Ne? Guck du auf die Tür, Jailer. Unten, ja. Welches Fenster? Südseite? Nee, Ostseite. Das Treppenhausfenster? Ostseite wurde ich... Kann nicht Ostseite. Da ist ein... Ostseite ist ein Haus. Ja gut, dann war es Südseite. Ich weiß es nicht. Es kam auf jeden Fall durch die Fenster. Aber ich... Ja, da muss ja dann Hafenrichtung sein. Ja, im Hafen, in Strandnähe sein. Sollen wir da mal versuchen? Von ganz ja, zum Laufen? Und du sagst, der ist hier im Flur, Jayla? Also ich weiß nicht, ob noch jemand da ist. Ich bin aber der Meinung, es war noch einer... Also auf jeden Fall ist noch einer mit einer Magnum da. Den habe ich vorhin gesehen. Und einen habe ich erledigt, aber der hatte nur eine Axt, glaube ich. Ich glaube, der hatte nicht mehr. Okay. Bist du denn tot, Jayla, oder was? Nein, die ist hier. Ja, ich kann nur Marco nicht ausziehen. Solange ich keinen habe, der mich hier oben deckt. Schießt ihr da? Nein. Ich höre auch keine Schüsse. Ich auch nicht. Ja, ich versuche mich mal zu ducken und gehe mal in die Ecke. Hä? Ich wurde gerade runtergesetzt. Lass mich mal vorbei. Ja. So. Ich lege mich hin, wenn ich dann noch die Treppe raufkomme. Genau. Also gegenüber klappt schon mal nicht. Man könnte höchstens versuchen, von dem kleinen Sniper-Hill ins Krankenhaus rein. Was sind das da für Bananen, ja, da Alter? Den vom Dach runterholen. Die haben hier eine Bananenfarm aufgebaut. Aber da ist natürlich, bist du da selbst in Gefahr. Oh. Ja, man müsste relativ weit umlaufen. Scheiße. Die haben Bananen gesammelt auf jeden Fall. Das sieht mir aus, als würde das gehackt worden sein. Also ganz ehrlich, das sind bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bananen übereinander. Also da müssen sie fleißig gesammelt haben. Ich habe noch nicht eine gefunden im Spiel. Ja, vielleicht haben sie die angebaut oder so, weiß ich nicht. Hi, Marco ist jetzt nackt, aber da ist ja noch eine im Flur, sagst du, ne? Ich habe noch einen gesehen mit einem weißen T-Shirt. Aber ich habe lange keinen mehr laufen hören, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hockt da irgendwo ruhig. Ich habe jetzt hier Markus AK in der Hand. Hm. Alles andere ist womöglich sonst gleich weg. Ich versuche mal. Das wird natürlich jetzt gefährlich von dieser Seite, Ajo, ne? Ja, ich laufe mal erstmal noch ein bisschen mehr nach Norden. Also hier ist keiner mehr. Marco, ich glaube, du hast den erwischt, der dich erschossen hat. Ja. Du hast den erwischt, ja, der liegt hier. Ich glaube, die sind jetzt alle... Tür, da kommt einer von unten. Ja, hau rein. Schieß. Los. Schieß, Mister. Ich decke von vorne. Ja, kann sein, dass ich ihn erwischt habe. Ich habe ja drauf geschossen. Wo ist eine Tür gegangen? Ja, ich weiß. Kann aber auch über uns sein. Ja, guck du nach oben, ne? Ja, was heißt nach oben? Das ist nur so ein Gang hier. Ja. Doch, Marco hatte denn eine... War der weiß und hatte eine... Also, ein weißes Weste T-Shirt. An. Genau, eine Weste. Ja, den hast du erwischt. Ja sauber. Den habe ich ja schon. Ja, dann haben wir, glaube ich, beide. Aber wir kommen hier nicht mehr durch. Wo kam einer muss noch auf dem Dach sein. Sicher? Ja, da ist einer ganz oben aufs Kapuff gegangen, aber das kümmern wir uns gerade drum. Wann war denn das? Weil, wie gesagt, ich habe 10 Minuten, 5 Minuten, keine Ahnung. Ja, aber wir haben 2 erschossen hier drinnen.
Ja, ich werde das jetzt checken. Ich bin auf dem Sniper-Hügel. Aber irgendwo hat hier eine Tür aufgemacht. Wenn mich einer gesehen hat, werde ich jetzt draufgehen dabei, aber ist egal. Ich komme hier nicht durch. Die Bleichen liegen hier im Weg. Aber warte mal, ich versuche dir mal... Na ja, wohl, ausziehen ist blöd, wenn ich keine Deckung habe. Mister, willst du mal versuchen, die auszuziehen? Ja, kann ich machen. Da muss ich aber die AK jetzt wieder hier hinschmeißen. Warte, ich muss jetzt... Ja, wo ging die Tür, verdammte Scheiße? Ganz mit der Ruhe. Hä, warte, hat da gerade jemand geredet? Okay, auf dem Dach ist keiner. Nee, ne? Okay. Nein. Aber hier ist eindeutig eine Tür gegangen, entweder unten oder oben. Hm. Da läuft unten Bambi, okay. Brauchst nicht mehr hochkommen, Hajo. Ich laufe wieder runter. Ja, ich hörte mir jetzt auch hier. Ihr seid nicht hier, ne? Nein. Wir haben gerade umlaufen, um zu checken, was auf dem Dach los ist. Marco, bist du? Unten sind zwei Bambis drin. Ich glaube, in Berenzino. Okay. Ja, ich laufe jetzt wieder zurück, ey. Also, wenn die ganz unten drin bleiben, außen, dann kann ich sie dann Hause holen. Weg. Wenn du sie aber sie die werden wahrscheinlich versuchen zu rushen, ist ja klar. Die sind wieder abgehauen. Okay. Einer zumindest. Das sind übrigens keine Bananen. Das ist nicht nur das Mädel hin, das sind zwei. Das sind Kürbisse. Das sind geschnittene Kürbisse. Ja, jede Menge, ich sehe es. Ich habe mich schon gewundert, was für ein Gebilde das ist. Schön, ne? Hast du die gesehen? Waren das reine Bambis ohne Waffe? Ja, zwei reine Bambis. Reine Der eine Bambis. Hatte eine Bandage am Arm. Wenn ich das eine weiße. Eine weiße. Liegen ganz schön viele kaputte Sachen. Oh, zurückgesetzt worden bin shoot ich. Shoot him. Simon, shoot him. Shoot him, okay. Ja, komm doch, Death Simon. Ich erschieße dich gerne. Komm her. He's at stairs. Aha. He's at the stairs. Shoot. Oh, hier ist doch einer. Vorsicht, Mister. Ich glaube, die kommen entweder hoch oder runter. Ja. Ich höre Schritte. Vor allen Dingen, he's at... Du das nicht? Nee, ich bewege mich nicht. Bewege mich gar nicht. Da ist er! Komm her, du. Der hat nur eine Axt. Komm her, du Arschgesicht. Entschuldigung. Ja, ich bin von der Feuerwehr... Ich glaube, er kommt auch wieder. Ja, ich bin gerade von der Feuerwehr gesprungen und habe überlebt. Was ist denn das für eine Scheiße? Der hatte aber nur eine Axt gerade in der Hand. Hast du ihn erwischt? Ja. In welchem Stock ist der denn? Ist Blut gespritzt. Im ersten immer noch. Ersten. Ist Blut gespritzt, ja. Ist der alleine nur noch? Weiß ich nicht. Unten die Bambis kommen nicht rein. Weiß ich nicht, Hanno. Ich habe nur einen gesehen. Wo sind die vor dem Krankenhaus, die Bambis? Ich sehe die nicht. Guck auf die vor, stehen wahrscheinlich unten im Flur, im Eingang. Oh, da schießt wer. Okay. Wer war das? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ach, der hat vielleicht seinem Sniper oder so Bescheid gesagt. Das war eine SKS. Keine Ahnung. Das war hinter uns, Mister, ne? Ich hab keine Ahnung, gehört. Ich habe keinen Schuss gehört. Was? Ihr habt keinen Schuss gehört? Der war so nah? Nein. Ja, ich habe ihn gehört. Der war auch recht nah. Ja, gut, ich bin... Das war finanzamtmäßig oder so. Ungefähr. Recht weit. Mister, du hast geschossen? Ja. War da wer? Ja. Vorsicht, das schießt jemand, Mister. Es kann sein, dass du gleich... Ich bin das. Nee, das war gerade mehr wie so ein Abpraller. Als würde dich von hinten durchs Fenster jemand da schießen. Ich höre nichts. Oh, da kommt wer, da läuft, wer, da läuft, wer, da läuft, wer, da läuft, wer. Das ist aber draußen, glaube ich. Halleluja, ist das spannend, Alter. Ich bin so angespannt. Komm her. Ich hab ihn auf jeden Fall erwischt, er hat geblutet. Aber es war nur so ein Armschuss oder sowas. Na komm, kleine Pussy. Ringel, Ringelerei, ja. Also ich weiß nicht, mit der AK oder die Schrot. Ich bin... Warte nur, die AK nicht hinlegen. Wie lange bleibt die liegen? 30 Minuten. Okay. Ja, mit der Schrot habe ich mehr. Ich komme wieder zu euch in den Süden gelaufen. Marco, bist du langsam unterwegs oder was das? Ja, wenn ich mal richtig respawn. Da, Vorsicht, Mister! Fuck off, die boxt ja, sich. Ja, hat mich erwischt. Scheiße. Aber ich lieg noch. Ja, du bist... Alles im Krankenhaus? Ja. Du bist ja nur unconscious. Oh Mann! Hat mich erwischt mit einer verkackten Magnum, Alter. Ja. Mann, ey. Oh. Die ist hochgekommen und der von oben hat sich garantiert bandagiert. Also, ich bin noch unconscious. Du warst... Ach, bist du tot? Ja, ich bin tot. Ja, dann sind jetzt gleich unsere Waffen auch alle weg. Aber ich glaube, ich habe sie erwischt, aber keine Ahnung. Neustart. Ja. Oh, ja. Er redet noch? Ja, hat ja gesagt. Mann, ey. Ich stehe wieder auf.
Haben mich ja erwischt. Er hat hier nicht alles gelootet. Scheiße! Was ist? Er hat sich eine Waffe von irgendwo hergeholt. Jetzt hat er mich erwischt. Ich wollte gerade zur Seite gehen. Ich bin gerade aufgestanden und wollte mich gerade. Er hat doch eine Waffe. Der hat mich ja mit einer Magnum erschossen. Ja, nee, das Mädel von unten. Ja, ja. Na, eben hat hier nochmal AK bei der Dreherei geschossen. Ein Schuss. Was? Nee, das war aus dem Krankenhaus. Das war der Schuss für Mister. Ich versuch mal. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Wo bist du denn, Hajo? Ach ja. Hajo? Auf dem Gelände von der Dreherei im Süden. Boah, da betteln sich aber noch andere. Hast du das gerade gehört, Hajo? Ja. Treppenhaus und also unseres wenn Fenster. Unsere alle gerade tot sind im Krankenhaus, dann betteln sich noch andere. Ja. Mhm. Also das war nicht eine Partei da im Krankenhaus, gegen die ihr gebettelt habt. Nee, aber der eine hat ja im Chat geschrieben, ne? Ja, ja. Wir was hat er denn geschrieben? Im Flur und so. Dass wir im dass wir in den Treppen sind. Schuss auf mich, scheiße. Treppenhaus sind. Machst du Einzelschuss? Nee, ich weiß nicht woher, warte. Mich ärgert voll, dass ich von so einer Scheiße Magnum abgeschossen worden bin. Ich komme jetzt aus. Pass auf, Ayo, aus dem Westen. Ich bin jetzt bei dir. Ja, ich sehe dich ankommen. Das bist du doch hier, ne? Ah, hier. Trotz Schrot da. Hinter dem Flur. Hinter dem Flur. Der guckt nach Westen. Warte mal, den können wir machen. Scheiße, der läuft zwischen beiden grünen Häusern. Ja, ich hab's gesehen. Hajo, wo bist du? Ach, dann hab ich den nicht gesehen. Er ist durch den Tunnel. Er ist durch den Tunnel. Er ist durch den Tunnel Richtung Kirche. Ich lauf jetzt Richtung Elektro. Ich bin Veresino. Ja, da war ich auch zweimal. In Zollnitschnere. Lohnt sich das? Nee, ne? Bist du vom Müsterturm gesprungen? Ja. Das mache ich jetzt auch. Ich sehe dich da. Ist er nicht auf der anderen Seite? Mist. Ja, ich glaube, es lohnt sich zu springen. Ich dachte, ich hatte dich gesehen, aber dann war das der andere. Das war der andere, ja. Der ist durch den Tunnel gegangen, Richtung Kirche. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite geguckt, der war aber dann nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo er geblieben ist. Geronimo! Boom. Oh, da habe ich das weiße Licht gesehen, Leute. Ich bin auf ich gehe mal nach Süden. Licht bist du das? Gegangen. Ja, ich laufe auch nach Süden. Ja, bei zwei Dover, ein Gedanke. Mal gucken, ob man irgendwo Schuss? Hier hat einer geschossen auf uns. Das war aber... Ich habe nur den Anschlag gehört, irgendwo in einem Haus. Ob man irgendwo vom Strand zum Krankenhaus einen Blick kriegt. Ja, wie sieht's denn aus mit Time? Ja, ist schon wieder... Ich weiß ja nicht, wie eure Action da ist. Das könnten wir eine... Ja, wir sind bedroht auf jeden Fall. Okay. Aus Osten. Bila? Gottes Willen. Ja. An den Steinen. Nicht die jetzt direkt bei uns sind, die nächsten, die kommen nach Osten. Kann mich bitte jemand töten? Da ist einer gelaufen. Oh ja, ich seh's. Jetzt im Busch, glaube ich. I'm singing. Ist er nicht gelaufen? Links weg? Ja, aber... Der steht im Busch. Der steht in dem Busch? Ja, ich schieße. Jetzt. Nee, läuft weiter nach. Scheiße, daneben. Ja, ich hab's gesehen. Oh, mich ärgert das mit der Magnum so, ey. Ja, mich ärgert das allgemein da. Ich hab hier noch wenig. Der läuft nach Westen weg. Nach Osten weg. Bambis so ablenken lässt, weißt du? Ja. Ja, aber wir haben ja zwei geholt, beziehungsweise einen angeschossen. Kann noch. Kann ich einen erschießen? Ja, ich bin in Svetlojask. Am Arsch der Welt. Hallo, bitte erschießen. Scheiße. Nimm mich! Verschone ihn! Gamishobo oder was das ist hier? Natürlich auch noch einen. Kann ich auch eigentlich laufen? Ja, lauf. Ja, im Osten. Im Osten aber einen. Wir sind hier vom Dach gesprungen. Wir hätten hinterher laufen sollen. Marco wahrscheinlich. Also in Dingsbums, Veresino oder was das ist, da liegen zwei. Nee. Am Müsterturm. Svetlo. Wieso kriege ich denn hier keinen Blick auf die Mister Krankenhaus? Der gute alte Müsterturm. Und ich kriege meinen Supporter nicht erreicht. Was eine Kacke. Yippie-ayo. Jetzt zeige ich mich aufs Krankenhaus. Ich kann hier nicht runterspringen oder was? Nee, nur ich habe einen. Ich glaube, musst du rüberspringen. Ich glaube, es geht los hier. Spiel. Mach mal keinen Dicken. Es geht schon wieder los.
Das an der Hütte bist du, naja. Ja. Wenn ihr das safe seid, Ja, gerade im Moment können wir wohl ein Päuschen machen, glaube ich. Seid ihr soweit? Ja. Seid ihr soweit? Ja, gut. Würde ich sagen, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen. Ja. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, die anderen stoßen wieder zu uns. Mhm. Ja. Ich hoffe, die Action hat euch gefallen, ja. Eine Bewertung wäre supi-dupi. Dupi? Du. Ja, weil Untayo und ich halten hier noch die Stellung, aber es scheinen mehrere Gegner zu sein. Deswegen brauchen wir euch. Beeilt euch mit dem Wiederkommen. Ja. Ja. Und liebe Suchtis, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschö. Ciao. Tschüss. Tschüss.